Heute geht es bei uns um die Fast Camera App, eine schnelle App zum schnellen Fotoschießen. Das ist eine Universal-App fürs iPad und fürs iPhone. Die kostet 1,79 hat die gekostet, wie ich die gekauft habe. Und ihr könnt praktisch mit dieser App Serienbilder machen. Das geht ja mit der eigentlichen App, da muss man immer tippen für jedes Bild. Und die macht das praktisch automatisch. Die macht so schnell, wie dieses Gerät eben kann, die Serienbilder. Und dann gehen wir auch gleich mal rein in die App. Und ihr seht sie, da kann man gleich, hier fängt es gleich an, wenn man hier reingeht, dann macht es gleich Serienbilder. Ihr hört's. Und da muss man auf Stopp klicken und dann sieht man hier unten, das hat in dieser ganzen Zeit 38 Bilder gemacht. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn wir uns mal ein Bild jetzt anschauen. Ja. Die Bilder haben auf jeden Fall keine gute Qualität. Es ist akzeptabel, aber es ist keine super Qualität. Ja, sehr viel mehr kann diese App eigentlich auch nicht. Ihr könnt hier noch die Kamera tauschen, dann schaut ihr nach oben. Ihr könnt hier auf Plus könnt ihr eigentlich nichts, das ist nur Werbung. Und natürlich die Einstellungen gibt es dann hier. So, das ist dann auch schon der größte Teil. Ihr könnt hier einen kleinen Crashkurs, einen kleinen Info-Guide, Quick-User-Guide machen. Dann könnt ihr die Qualität der Rearcam, der rückwärtigen Kamera, könnt ihr auswählen. Von der Frontcam kann man keine Qualität auswählen. Dann könnt ihr sagen, soll die ausgewählte Kamera sein, mit welcher sollen die Fotos gemacht werden. Ja, könnt ihr Manual Controls ein- und ausstellen. Den Auto-On könnt ihr ein- und ausstellen. Die Lock Orientation. Das Ganze hat auch einen Landscape Mode. Ich sehe es gerade hier, die Einstellungen haben keinen. Aber wenn ihr jetzt hier in die eigentliche App reingeht, ihr seht, das dreht sich hier mit, egal wie rum ich das dann halte. Dann weiter in den Einstellungen. Dann könnt ihr hier Create Folders. Also wenn er Fotos macht, ganz viele, dann soll er für ein Ereignis ein Foto machen. Dann Auto Folder Groups, also dass er automatisch die Folders machen soll, die Ordner. Dann könnt ihr hier den Delay Between Picks, also wie lange es zwischen den einzelnen Bildern pausieren soll. Und da kann man hier von 1/10 Sekunde bis 5 Minuten einstellen. Das sind dann mehr Intervallaufnahmen bei 5 Minuten. Hier könnt ihr einen Timer einstellen, das heißt, wenn die App angeht, dann sage ich, ich will noch 3 Sekunden, bis die Fotos anfangen zu schießen, 5, 10 oder 30. Dann kann ich hier die Thumbnails, also wenn der dann die Bilder gemacht hat, die Vorschaubilder, die kann ich hier, ob ich die klein oder groß haben will. Ich kann sagen, mach mir maximal 5 Bilder oder mach mir maximal 1000 Bilder mit natürlich kleinen Stufen dazwischen. Dann kann ich sagen, sollst du durchgehend schießen oder sollst du manuell schießen? Und hier den Stealth Mode, den finde ich noch ganz lustig. Den könnt ihr hier einschalten, dann bekommt ihr hier eine kleine Erklärung. Und zwar, das ist, wenn ihr dann hier seid. Oh, ich muss natürlich über die Zurücktaste aus den Einstellungen. Und wenn ihr dann hier seid, dann könnt ihr, wenn ihr hier auf Start drückt, dann wird der Bildschirm schwarz. Und das Ganze macht Fotos. Das ist jetzt nur, weil es laut ist, dann hört man das. Aber wenn es leise ist, dann hört man das nicht und keiner sieht, dass man Fotos macht. Das macht die ganze Zeit weiter Fotos. Das ist praktisch der Unsichtbar-Mode, wenn ich jetzt den Ton wieder anmache. Ihr hört es, da kommen immer noch Fotos. Durch Tippen wird das Ganze dann beendet und dann kann ich hier die Bilder eben anschauen, die er gerade gemacht hat. Das sind hier die Thumbnails, von denen wir gerade gesprochen haben. Man kann sich die Bilder dann einfach aussuchen und dann sagen, hier, ich möchte eine Preview haben. Dann sehe ich die in groß. Genau. Wenn ich dann hier wieder auf Dann gehe, dann kann ich hier Erase from Memory. Yes, und dann werden die alle gelöscht. Genau, das war's eigentlich. Zum Fazit, das ist eigentlich eine richtig gute App. Das ist eine gute Idee, ja. Aber bis ich mein iPhone rausgeholt, also ich sehe da gerade was, oh, das möchte ich schnell auf dem Bild haben. Dann entsperre ich mein iPhone, suche die App erst raus. Ah, da ist sie. Gehe in die Fast Camera App und dann kann ich erst anfangen. Wenn ich noch einen Timer gesetzt habe, dauert das Ganze noch länger. Das ist natürlich, das dauert dann auch ziemlich lang, um diese App zu öffnen. Ja, dafür gibt es eben, wie gesagt, diesen Serienbildmodus. Man kann, das habe ich noch vergessen zu sagen, sogar die Einstellungen, also die Weißabgleich und so weiter, festlegen,
wenn ich jetzt hier tippe, dann ist es ganz normal zu fokussieren. Wenn ich doppelt tippe und dann nochmal, also dreimal, dann kann ich hier verschiedene Einstellungen festlegen. Ich sage, ich will hier den Fokus, das F, will ich hierhin haben, den Weißabgleich will ich hier rechts oben im Eck haben, da und den Kontrast will ich hier haben. Die einzelnen Dinger kann ich dann auch locken. Das heißt, es bleibt jetzt so, egal wo ich hinfilme, das bleibt immer so. Genau. Das war's mit der App und auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt uns einen Daumen nach unten. Gebt uns ein Abo, favorisiert uns und ja, helft uns, die Weltherrschaft zu erreichen. Nein. Wir sind auch auf Facebook und auf Twitter. Das Ganze könnt ihr hier unten in der Beschreibung abchecken. Das war's und bis zum nächsten Video von iOS-Tipps.